Wenn ich hier eine Funktion f, den Graphen der Funktion f und den Graphen der Funktion g habe und ich möchte die Fläche haben zwischen den zwei Graphen, ich mache es mal in verschiedenen Formen. Wenn ich die ganze Fläche haben möchte, dann funktioniert das über die Integration. Integration, und zwar mache ich f minus g. Weil ich habe hier immer den Funktionswert von f und hier den Funktionswert von g und das Spannende ist die Differenz. Jetzt an den Punkten, da switcht es aber, das ist jetzt hier interessant. Das heißt, bevor ich hier rum integriere, mal ja sogar noch weg, ja, bevor ich da rum integriere, brauche ich die spannenden Punkte. Hier und hier und hier und hier. Also erstens, schneiden heißt, also wo schneiden die zwei sich? Schneiden heißt gleichsetzen, also ich mache f von x gleich g von x und bekomme dann in dem Fall a, b, c, d, also Punkte 1, 7, 8, irgendwas, irgendwelche Lösungen. Und jetzt kann ich hier im zweiten Schritt diese Fläche ausrechnen, also ich integriere jetzt von ein bisschen mehr Platz, so, hier bin ich. Ich integriere von a nach b über f von x minus g von x dx und mache nachher den Betrag, weil so eine Fläche immer positiv ist und deswegen ist auch völlig egal, ob f minus g oder g minus f, Betrag macht alles positiv. Und dann eben Integral von b nach c, f minus g dx, wieder schön Betrag plus, was haben wir denn, c bis d, genau, c bis d, drei Flächen, f minus g dx, Betrag und fertig. Ich glaube, ich würde eher so statt so einem riesenlangen Term so eine Nebenrechnung machen mit erstens, zweitens, drittens, drei Zahlen am Schluss zusammenrechnen. Meistens sind die ja kleiner, meistens hat man nur so, so eine Fläche und hat zwei Punkte und das war es dann schon. Aber im Extremfall könnten da auch mehr Punkte sein. Also erstens Schnittpunkte finden und dann die Schnittpunkte, die man hier gefunden hat, das sind die Integrationsgrenzen und man macht f minus g. So läuft's. Mehr ist nicht dabei.